wohl wieder machen. Oje, oje. Es ist immer spannend, gell? Bammel machen. Weil man mal gucken, dass du keine Zeit mehr hast, weil heute waren wir ja schon wieder im Wald. So, du bist brav, geh auf dein Plätzle. Geh auf dein Plätzle, mach Sitz. Brav sein, gell? So, grüß Gott, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen wieder mal ein spannendes Experiment machen. Und ich habe euch ja gesagt, dass wir ja immer diese Experimente so machen wollen, dass ihr immer seht, wie man das auf der Baustelle verwenden kann. Wir wollen heute jetzt mal versuchen, ich habe euch da eine Obstschale hergerichtet. Sei brav! Ich habe euch hier eine Obstschale hergerichtet. Und da seht ihr mit dieser Obstschale, dass ich da also Äpfel drin habe, ich habe da eine Zitrone drin, ich habe dort Tomate drin, ich habe dort eine Banane drin, ich habe das Ganze auch schon ausprobiert, ich habe das Ganze schon so weit mal zusammengebaut. Also das Ganze ist so gelagert, wir wollen heute mal aus diesem Obst, wollen wir mal Energie produzieren, das heißt wir wollen Strom erzeugen, um diese Uhr hier zum Laufen zu bringen. Und dafür habe ich an dieser Uhr zwei Drähte angeschlossen. Ihr seht an diesen Drähten, es sind hier zwei Metallstreifen. Einmal ein Zinkstreifen und einmal haben wir einen Kupferstreifer. Bringt die Streifen bitte immer nicht zusammen. Eins vorausgesetzt, wenn Kinder dieses Experiment machen, bitte nur im Beisein von Erwachsenen. Und bitte, wenn ihr dieses Experiment macht, dieses Obst ja nie mehr essen. Ihr dürft das Obst nicht mehr essen, ihr müsst es dann entsorgen und wegschmeißen, weil das Ganze, das ist ja das, was ich euch jetzt erklären möchte. Wir wollen ja heute jetzt mal nicht mit über Physik reden, sondern wir wollen ja heute über Chemie reden. Und Chemie ist ja letztendlich das, was wir auf der Baustelle chemisch erzeugen. Dazu gibt es ja aus alten Teilen heraus vom Bauen ja nicht viele Grundlage, was auf der Chemie basiert. Früher war das immer nur so, dass chemisch ja nur das Produkt Beton eigentlich anzusehen war. Beton, die Abtrocknung von Beton, wenn das feucht eingelöst wird, das seht ihr dann nachher noch im Anschluss, da habe ich euch noch ein komplettes Folien gemacht, wie man einen Betonkeller macht und vor allem, wie man diesen Betonkeller letztendlich nachher wieder austrocknet und nachbehandelt wird. Das ist eigentlich letztendlich das Gleiche, was wir jetzt hier machen. Das ist Chemie. Also Betonabtrocknung ist Chemie. Chemie hat bei uns im Bauen eigentlich erst groß Einzug erhalten, wo wir in chemische Produkte reingegangen sind. Alles Produkte, die von Chemieformen gefertigt werden, spritzbare Dichtstoffe beispielsweise, alles, was wir auf der Baustelle dann aushärten lassen müssen und alles, was wir auf der Baustelle dann letztendlich in eine Komponente bringen müssen. Dort unterscheiden wir dann später, was wir auf Hybridbasis produzieren und was wir aus normaler Basis produzieren. Dort ist natürlich ein erheblicher Unterschied, weil Hybrid wird aus der Chemie heraus, wird ein eigenständiges Produkt und wenn wir etwas anderes machen ohne Hybrid, ist es ja so, dass es Einzelteile bleiben. Und das ist ja das Entscheidende, die Einzelteile, die wir haben. Und ihr seht jetzt mal, um euch das zu zeigen, wir haben jetzt hier Einzelteile. Wir versuchen jetzt einfach mal mit unserer Tomate zu beginnen und schneiden diese Tomate in der Mitte durch. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt haben wir zwei Teile aus dieser Tomate. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, diese Uhr hier beispielsweise, das ist eine Digitaluhr. Das Ganze fungiert letztendlich nur damit, dass wir hier einen Bereich haben, wo wir mit diesen Elektroden, die wir hier jetzt setzen, einmal die Kupferelektrode haben und wir haben einmal hier die Zinkelektrode. Und da machen wir jetzt mal zuerst eine Verbindung. Also bitte bei hier Zink zu Zink. Ich habe das immer rot und grün angezeigt. Und Kupfer zu Kupfer. So, jetzt schließen wir unsere Batterie an. Wir nehmen hier wieder den grünen Draht und stecken ihn da rein. Und nehmen diese Elektrode und stecken sie da rein. Und jetzt seht ihr, dass sich jetzt etwas bewegt. Die Uhr zeigt jetzt die Uhrzeit an.
wir mit diesen zwei Metallen, die wir da haben, einmal ein edles Metall haben und einmal haben wir ein unedles Metall. Das edle Metall ist das Kupfer und das unedle Metall, das ist der Zink. Und jetzt ist es immer die Frage, wer produziert Elektronen und wer gibt diese Elektronen ab? Und wenn diese Elektronen, das seht ihr ja nachher noch in der Einstellung, wie wir das Ganze handhaben, dann seht ihr, dass wir die Uhr immer zum Laufen bringen können. Also wenn jetzt diese Elektronen, diese Teile, unser Obst hier, das stellt letztendlich nur dar, dass das die Batterie ist. Das ist eine ganz normale Batterie. Ihr seht auch, da bildet sich jetzt hier schon ein bisschen ein Ansatz. Das ist dann letztendlich das, dass das Kupfer Elektroden abgibt. Also das heißt, es wird eine Korrosion entstehen. Korrosion bedeutet nichts anderes wie einfach nur Rost. Und hier rostet jetzt ein Metall und gibt Elektronen an das andere Metall ab und somit wird hier ein Kreislauf erstellt. Das war jetzt das mit der Tomate, das habt ihr jetzt gesehen. Wir können das jetzt natürlich mit allem anderen auch machen. Jetzt probieren wir das mal mit der Banane, ob das mit der Banane auch geht. Aber bitte, noch einmal, das Obst dürft ihr nie mehr essen. Das Obst ist chemisch behandelt worden. Also bitte Finger weg von diesem Obst. So, jetzt reinigen wir das wieder hier. Und jetzt schieben wir das, jetzt versuchen wir das mal mit der Zitrone, was da passiert. Hier machen wir jetzt das gleiche Spiel mit der Zitrone, blau zu blau. Und das Kupfer machen wir zu grün, der Kupfer ist grün. So, jetzt gucken wir. Und jetzt müsste die, seht ihr, jetzt fängt die Uhr wieder an zu laufen und zu ticken. Seht ihr? Automatisch. Seht ihr? Und das ist kein Schmuh, das ist keine Zauberei, das ist ganz normale Bauchemie. Ihr seht auch wieder wie hier, wie das jetzt dampft und brodelt. Also bildet sich jetzt dort mit dieser Zitronensäure. Es ist Zitronensäure. Zitronensäure geht da rein. Wenn ihr einen spritzbaren Dichtstoff habt, der nicht auf Hydrid aufgebaut ist, dann habt ihr ja immer die Verpflichtung, dass ihr diesen Dichtstoff ausspritzen müsst. Und dann muss dieser Dichtstoff auf der Baustelle praktisch aushärten. Und mit diesem Aushärten müsst ihr den ja abziehen, vertreiben. Und wenn ihr dort beispielsweise Spülmittel nehmt mit Zitronensäure, passiert euch letztendlich nichts anderes, wie hier jetzt mit unserer Zitronenuhr. Ihr produziert letztendlich Elektronen und Reizmittel über diese Zitronensäure, wo dann diese Essigsäure, die in dem Austrocknen dieses Produktes drin ist, löst und rissig macht. Und das dürft ihr nicht machen. Das ist letztendlich das gleiche Prinzip wie hier. Das zeige ich euch aber auch noch. So, jetzt probieren wir das Ganze mal mit einem Apfel. Oder mit unserer Banane, das können wir auch machen. Meine Banane ist nicht mehr so ganz frisch, weil ich das schon mal probiert habe und das Wetter hat es jetzt einfach, das will mir nicht zugelassen. So, dann schneiden wir einen Apfel durch. Ich füttere das am Schluss halt am Vögel. So, jetzt haben wir das gleiche Spiel wieder, der Apfel. Wir machen die Überbrückungsdioden wieder rein, Elektroden wieder rein, Entschuldigung. Das sind die Überbrückungselektrode. So, und jetzt setzen wir die hier wieder dazu. Und jetzt ist diese entscheidende hier wieder. Und ihr seht, unsere Uhr läuft wieder. Zumindest hat sie mal kurzfristig angezeigt. Vielleicht müssen wir ein bisschen warten. Das ist immer noch aufgeleuchtet, hat sie ja schon. Leider darf sie nicht so weit reinstecken. Jetzt kommt sie wieder, unsere Uhr. Und das ist jetzt der Grundsatz, wenn die nicht mehr funktioniert bei so einer Sache,
Und dann ist dieses Metall verbraucht. Dann würde dieses Metall letztendlich keine Elektronen mehr bilden. Entschuldigung, man verwechselt das immer gern, Elektrode und Elektronen. Seht ihr, jetzt macht sie wieder. So, und weil diese Batterie hier mit einem Teil zu schwach wäre, also mit einem halben Apfel, so müssen das zwei Äpfel sein und die müssen dann überbrückt werden. Wir probieren das nochmal und versuchen es jetzt mit der Banane, was da noch passiert. Und so könnt ihr das mit allen möglichen Früchten machen. Es ist also euch hier jede Kompetenz freigegeben, mit was ihr das versuchen könnt. Mit den meisten Früchten funktioniert das. Schneiden wir die Banane auf, die ist schon ein bisschen nicht mehr ganz taufrisch. So, machen wir die auf. Hey, was seht ihr? Da war Banane, ist doch alles. Und stecken das in die Banane rein. Und wie gesagt, wenn das nicht mehr produziert, nicht mehr funktionieren würde, dann würde sich hier keine Korrosion mehr ansetzen. Also dann würde dieses Metall wäre verbraucht und wäre korrosionslos. Die Korrosion ist ja bei uns auf der Baustelle ein ganz wichtiger Bestandteil. Wie lange die tatsächlich laufen würde. Wir nehmen die Banane weg. Die Banane kriegen jetzt nachher Schmetterlinge. So, und jetzt können wir das mal mit Flüssigkeit probieren. Ein Trink. Ihr seht, den kann ich trinken. Und jetzt schütte ich den einfach mal da in die Becherle rein. Jetzt machen wir hier mit dem Becherle das gleiche Spiel. Wir machen hier wieder die Dioden. Die wir da verbinden. Grün in grün, blau in blau. Ihr seht schon, jetzt fängt es hier an zu brodeln. Alleine jetzt schon, ohne dass es eigentlich an die Uhr angeschlossen ist, fängt es natürlich sofort an zu brodeln. Jetzt müsste eigentlich das geschehen. Jetzt schauen wir da rein. Und jetzt müsste eigentlich das Ganze mit der Uhr auch funktionieren. Ja, es kann sein, dass wir jetzt jetzt haben sich die Elektronen aufgebaut. Ich habe das zu weit reingesteckt vielleicht noch. Oder vielleicht zu viel Material drin. Auf jeden Fall funktioniert es. Mit dem Fruchtsaft. Also, ihr seht, auch mit dem Fruchtsaft funktioniert das Ganze. Wenn wir das jetzt auch noch nicht so richtig glauben wollen, vielleicht brauchen wir da ein bisschen länger, bis die Säure hier das Metall wieder angefressen hat. Vielleicht müsste ich auch das Metall ein bisschen abzwicken. Das könnte vielleicht auch noch der Fall sein, dass ich da neue Elektronen bilden könnte. Und noch einmal, der Strom ist natürlich so schwach, das ist überhaupt kein Thema. Kein Thema nicht. So, also ihr seht, das hat in unserer Uhr auch bei einem Getränk funktioniert.
Und jetzt möchte ich euch erklären, wie das eigentlich mit Beton in Verbindung geht, was zu unserem heutigen Thema ja gehört. Beton gehört zu unserem heutigen Thema. Das heißt, wir wollen eigentlich mit dem Beton aufzeigen, dass das eine chemische Reaktion ist, wenn der abhärtet, aushärtet und austrocknet. Dann kommen ja dort Armierungen rein. Ich zeige euch das jetzt mal hier an einem verzinkten Nagel als Armierung. Und da seht ihr, dass wenn der jetzt in diesen Beton eingesetzt wird, nehmen wir mal einen Apfel und schieben den da so weit rein und ihr seht, der sitzt jetzt da im Beton drin, dann wäre das so, dass hier die Korrosion beginnen würde mit diesem Beton. Drinnen im Beton, da würde nichts passieren, weil es letztendlich so ist, dass dieses Metall, das da reingeschoben wird, egal ob das Zink, Kupfer oder was es auch sein soll, kann am Schluss denn nachher, ist es so, dass wenn das komplett im Beton eingebunden ist, eine Elektrostatik entsteht und hier keine Korrosion mehr entsteht. Und so müsst ihr euch das vorstellen. Also wenn wir im Beton hier etwas reinschieben, dann darf aus dem Beton hier nichts rausgucken, sondern es muss komplett eingeschlossen sein. Darum sagt die Norm ja, dass wir eine Überdeckung haben müssen vom Baustahlgewebe. Das Baustahlgewebe kommt auf die Baustelle und ist rostig. Da haben wir eine Schraube, die ist jetzt noch nicht gerostet. Wenn wir die ein bisschen hier liegen lassen, dann wird es so sein, dass diese Schraube zum Rosten beginnt. Also Korrosion produziert, so wie hier auch mit dieser Sache. Und dann ist es so, dass diese Korrosion ja diese Schraube zerstören würde, nach und nach, wenn Sauerstoff dazukommen würde. Wenn wir das aber im Beton einbinden, wie wir das jetzt hier gezeigt haben, und wir setzen das hier komplett in Beton ein und machen dort eine genügende Überdeckung von 3 bis 5 cm, dann ist es so, dass diese Korrosion selbst mit dem Baustahlgewebe nicht mehr weitergeht. Das bildet sich nicht mehr weiter, sondern die Korrosion, die bleibt erhalten und das Ganze bleibt elektrostatisch in einem Zustand, wo nicht mehr zerstört werden kann. Und das ist das Wichtige an dieser Sache, das zu wissen. Wenn wir mit Beton arbeiten, müssen wir aufpassen, einmal, das seht ihr dann bei den Bildern mit den Folien, müssen wir einmal aufpassen. Wir dürfen diese Armierung dürfen wir nie entmischen. Also wenn wir reintreten und eine Entmischung vom Beton bringen, dann können wir Sauerstoffblasen bilden. Dann haben wir natürlich das Problem, dass der Stahl rosten kann. Wir dürfen auch nicht eines machen, mit dem Rüttler beispielsweise an das Baustahlgewebe hinrütteln, dann würden wir natürlich das gleiche bekommen wie hier wieder. Wir würden hier natürlich eine Vibration bekommen, die letztendlich den Stahl vom Beton entmischen würde. Und das dürfen wir auch nicht erreichen. So, dazu machen wir jetzt in der Folge, die nachher noch dient. Die ganzen Bilder. Ich habe euch auch Folien gemacht, wo ihr das sehen könnt mit dieser Uhr. Da seht ihr dann, wie das Ganze abläuft. Und naja, ich kann nur sagen, viel Spaß, probiert das Ganze mal und macht es einfach mal. Ich bin gespannt, ob ihr gleich viel Freude habt wie ich an der Sache. Aber es ist fürs Bautechnische eine Riesensache, hier mit einer solchen Uhr zu arbeiten.